Danke, liebe Heidi. Ich bedanke mich auch noch einmal ganz herzlich für die Einladung und dass wir da heute dabei sein dürfen. Und ich werde mal jetzt meine Präsentation starten und hoffentlich funktioniert das und man sieht es gut. Moment. So. So. Jetzt müsste man meinen Bildschirm sehen können. Hat das geklappt? Okay. Also ganz herzlich willkommen heute zu unserer Online-Session zum Thema Online-Aktivismus, zum Thema Behinderung. Und wie mache ich mich im Internet sichtbar als Mensch mit Behinderung und wozu ist das überhaupt gut? Und bevor wir da loslegen in das ganze Thema, werden wir uns einmal kurz vorstellen, auch dass Sie eine Idee haben, wer wir so sind und was wir so machen. So, Moment. Wenn ich jetzt, ich möchte jetzt gerne weiterklicken. Moment. Kurze technische Schwierigkeiten. Im Probedurchlauf hat es noch geklappt. So, jetzt geht's. Wunderbar. Also, wer sind wir und wie kamen wir zum Online-Aktivismus? Ich werde mal beginnen, mich vorzustellen. Ich bin die Andrea oder auch Rea Strawhill. Unter diesem Namen schreibe ich online seit 2019 und den eigenen Blog habe ich seit 2020. Ich bin eigentlich eine ehemalige Mittelschullehrerin. Ich habe Deutsch und Musik unterrichtet, aber aufgrund einer chronischen Krankheit musste ich diesen Beruf leider aufgeben. Und diese ganzen Erfahrungen haben mich dazu bewegt, darüber zu schreiben. Und bevor ich da jetzt in den ganzen Aktivismus und in dieses ganze Thema einsteige, würde ich Ihnen gerne mal meine Geschichte erzählen und ein bisschen etwas erzählen zu ME/CFS, weil ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, was es bedeutet, diese Krankheit zu haben. Und ich glaube, daraus wird auch sehr schnell dann klar, wie und warum vor allem ich den Weg in den Online-Aktivismus gefunden habe. Und bevor wir da vielleicht starten, würde es mich interessieren, wer in dieser Gruppe hat denn schon einmal was von der Krankheit ME/CFS gehört? Ich verrate vielleicht noch, wofür die Buchstaben stehen. Also ME steht für myalgische Enzephalomyelitis. CFS steht für Chronic Fatigue Syndrom, also chronisches Erschöpfungssyndrom, wenn man es übersetzt. Vielleicht können die Leute kurz die Hand heben oder auch im Zoom kann man auch die Hand heben oder Daumen hoch zeigen. Würde mich einmal kurz interessieren, wie es denn da so ausschaut, ob die Krankheit unter Ihnen da bekannt ist oder eher nicht. Gut, also es hat wenige erhobene Hände gegeben. Das habe ich mir fast schon gedacht, denn ME/CFS ist wirklich eine Krankheit, die fast keiner kennt. Was auch ein Grund ist, warum ich anfangen wollte, darüber zu schreiben. Und vielleicht beschreibe ich die Krankheit einmal kurz. ME/CFS ist eine Erkrankung, die sehr oft nach Viruserkrankungen auftritt. Deswegen nennt man sie auch eine postvirale Krankheit. In Österreich sind Schätzungen zufolge circa 25.000 Menschen davon betroffen, mindestens durch Long-Covid, was ja auch eine postvirale Erkrankung ist, sind es wahrscheinlich noch sehr viele mehr. Die Symptome, also es ist eine neuroimmunologische Krankheit. Das heißt, sie wirkt sich in erster Linie auf das Immunsystem aus, aber auch auf das Nervensystem. Und das Hauptsymptom bei ME/CFS ist die sogenannte Belastungsintoleranz. Es wird auch PEM genannt. Das steht für Post-Exertional Malaise, also eine Zustandsverschlechterung nach zu viel Aktivität. Das kann man sich in etwa so vorstellen, als wäre dein Körper ein kaputter Akku. Wie bei einem Handy, das schon sehr viele Jahre alt ist. Das geht zwar irgendwie noch, aber auch nicht mehr richtig. Und der Akku ist einfach kaputt. Ich muss den ständig aufladen, ständig anstecken, aber egal wie lange ich den auflade, der wird nicht mehr richtig voll. Mehr als 20% werden es einfach nicht mehr und mit diesen muss man durch den Tag kommen. Und genau so fühlt sich das an, wenn man ME/CFS hat. Nur dass dieser Akku nicht in einem Handy ist, sondern der eigene Körper. Das heißt, bei dieser Krankheit ist es sehr wichtig, mit seinen Energiereserven sparsam umzugehen. Denn wenn man seine Energiereserven ausschöpft, führt das eben zu dieser Verschlechterung. Und das kann dann mit ganz schweren Symptomen einhergehen, mit Schmerzen, starken
Konzentrationsstörungen und Brain Fog, Schwindel und Kreislaufprobleme, Verdauungsprobleme. Also es ist eine Krankheit, die wirklich den ganzen Körper betrifft. Und da gibt es auch unterschiedliche Schweregrade. Es gibt Personen, die sind eher noch mild betroffen, die können noch manchmal arbeiten gehen, müssen sich aber die restliche Zeit komplett ausruhen. Und dann gibt es schwer Betroffene, die das Haus oft nicht mehr verlassen können oder manche das Bett gar nicht mehr verlassen können. Die sind auf Pflege angewiesen. Also man kann sich vorstellen, ME/CFS ist wirklich eine schwere, schwere Krankheit. Nur leider ist es so, dass es in vielen Ländern, aber auch in Österreich so ist, dass Betroffene oft gar keine Hilfe bekommen. Das hat unterschiedliche Gründe. Es liegt auch daran, dass ME/CFS für viele, viele Jahre als psychosomatische Erkrankung angenommen wurde. Das heißt, man hat geglaubt, das ist eine psychische Erkrankung und wenn die Leute Therapie machen, mehr Sport machen, dann wird es besser. Aber nachdem ja bei ME/CFS eine Belastungsintoleranz vorherrscht, ist mehr Bewegung oft der falsche Rat und dann kann es oft dazu führen, dass die Krankheit immer schlimmer und schlimmer wird und die Krankheit einfach nicht an der Wurzel behandelt wird. Und das Problem ist, dass es sehr wenige Ärzte gibt, die sich damit auskennen. Also ich habe ja vorher schon erklärt, ich muss meine Krankheit fast immer erklären, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Das ist auch bei Ärztinnen und Ärzten so oder bei anderem medizinischen Personal, dass ich sage, ich habe ME/CFS und die schauen mich so an, bitte was? Und in meinem Fall war es so, dass die Krankheit eben 2011 begonnen hat, nach einem Infekt mit dem Epstein-Barr-Virus, also das ist das Pfeiffersche Drüsenfieber, wird das auch oft genannt. Und mir hat man damals gesagt, naja, Viruserkrankung, kann man nichts machen, ruhen Sie sich ein bisschen aus und bald wird es besser. Nur, es wurde nie wirklich besser. Die Symptome gingen nie ganz weg. Ich hatte immer eine sehr starke Erschöpfung, wirklich eine bleierne Erschöpfung, die auch durch viel Schlaf und Ruhe nicht besser wurde. Ich hatte einen Infekt nach dem anderen. Also wenn irgendwo ein Virus in der Luft geschwirrt ist, ich habe gesagt, hier, ich nehme ihn. Ich war einfach ständig krank, ich war schwach und kein Arzt wusste warum. Und es hat wirklich über 7 Jahre gedauert, bis ich zu meiner Diagnose kam. Und da war die Krankheit schon viel, viel schlimmer, weil ich habe den Fehler gemacht, dass ich wusste es ja nicht besser. Ich habe über Jahre lang meine Energiereserven komplett ausgeschöpft. Und nun ist es so, dass eben Betroffene in Österreich sehr stark kämpfen müssen, um Anerkennung zu bekommen, um medizinische Hilfe zu bekommen und auch staatliche Hilfe zu bekommen. Also die Betroffenen werden wirklich sehr im Stich gelassen. Und das führt dazu, dass man sich einfach einmal sehr alleine fühlt. Und bei mir war es auch so, dass ich wirklich nur durch Zufall zu dieser Diagnose kam. Ich habe da mal, als meine Krankheit so viel schlechter wurde, da war ich noch Lehrerin zu dem Zeitpunkt, und mein Zustand hat sich so schwer verschlechtert, dass ich den Weg in die Arbeit kaum noch schaffen konnte. Und dann fiel mir ein Zeitungsartikel in die Hände und in dem Zeitungsartikel ging es um ME/CFS. Und da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Und ich habe diesen Artikel gelesen und es hat sich für mich so angefühlt, als wäre da gerade mein Leben beschrieben worden. Und da war auch ein Arzt erwähnt in diesem Artikel und zuerst war es irgendwie ein Schock. Ich dachte mir auch, nein, das kann das nicht sein. Die haben ja auch die Schwere der Erkrankung und die Schwere der Situation beschrieben, dass es unheilbar ist. Und da habe ich mir gedacht, dass nein, nein. Ich wurde nämlich zunächst mit einer Depression diagnostiziert, wie es eben so oft üblich ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist heilbar. Da kriegt man Antidepressiva und da wird es wieder gut. Aber irgendwie ist diese Geschichte in meinem Hinterkopf geblieben. Dieser Arzt ist in meinem Hinterkopf geblieben. Und irgendwann habe ich mich überwunden, habe mich bei diesem Arzt gemeldet und schlussendlich kam der Stein ins Rollen und ein paar Monate später hatte ich meine Diagnose. Und natürlich war ich dann in dieser Situation von sehr vielen Gefühlen überwältigt. Man hat Angst, man hat aber auch eine Riesenerleichterung, wenn man endlich weiß, was man hat nach so vielen Jahren. Da waren aber auch Ängste und natürlich ist es bei so einer Diagnose, man denkt sich zunächst, juhu, ich habe endlich meine Diagnose, jetzt kann es weitergehen, jetzt kann man endlich was machen. Und die Realität ist dann aber sehr ernüchternd, wenn man auf Ärzte trifft, die einen nicht nur nicht ernst nehmen, die einem nicht glauben, die einem auch sehr schlecht menschlich behandeln. Und das war zum Teil sehr erniedrigend, das war sehr erschütternd, weil man wächst auf in Österreich in einem Land und man denkt sich, wow, wir haben eine tolle Gesundheitsversorgung, wenn ich einmal krank werde, dann wird mir geholfen. Und irgendwie war dem dann nicht so. Ich musste mir alles komplett erkämpfen und
das war auch ein Schock. Und all diese Erfahrungen haben mich dazu verleitet, darüber schreiben zu wollen. Und ich habe mich dann mit anderen Betroffenen vernetzt und habe dann erkannt, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Da gibt es tausende Menschen, die von diesem Schicksal betroffen sind. Und die Sache ist, die von diesen geschätzt 25.000 Betroffenen, die es schätzungsweise gibt in Österreich, sind nur 2-3% diagnostiziert. Das heißt, die Dunkelziffer sehr hoch, die Situation, die Versorgungslage ist sehr schlecht. Und da hatte ich das Gefühl, ich möchte was tun. Ich hatte dann in einer hilflosen Situation irgendwie das Gefühl, etwas Sinnvolles machen zu wollen. Und da hat mir das Schreiben sehr geholfen und die Vernetzung mit anderen Patientinnen sehr geholfen. Und so kam eins zum anderen. Ich habe auf Instagram angefangen zu schreiben. Danach habe ich meinen eigenen Blog erstellt und unter reastrawhill.com schreibe ich jetzt seit Anfang 2020. Und so ist jetzt meine Geschichte und mein Weg dorthin und das Wie und wie ich das dann genau gemacht habe, das werden wir uns später anschauen. Jetzt übergebe ich einmal an meine liebe Kollegin, die Bianca. Ja, hallo. Danke für die Übergabe. Mein Name ist eben Bianca. Ich wohne in Wien. Und ich verwende die Gebärdensprache, weil ich gehörlos bin. Bin eben auch auf einem Ohr schwerhörig und auf dem anderen gehörlos und habe eben Hörgeräte. Und ohne Hörgeräte bin ich eben komplett gehörlos. Ja. Wann hat es angefangen mit meinem Hörverlust im Kindergartenalter? Es war war ich mittelgradig schwerhörig. Ich hatte eine Mittelohrentzündung, Entschuldigung, Damitschwäder. Und dann ist das der Hörverlust immer stärker geworden. Ich bin eben auch Vitiligo-Model und Betroffene. Und ihr wisst, ich denke, wisst ihr, was das bedeutet? Also diese Krankheit, kennt ihr die? Vitiligo heißt eben, die ist eine Hautkrankheit, auch die Weißfleckenkrankheit. Und das bedeutet eben, dass meine Haut eben zu wenig Melatonin produziert oder gar keines produziert. Und das sieht man eben auch, dass man eben zum Beispiel braun ist und das wäre eben eine echte Hautfarbe sozusagen. Und ja, dann verfärbt sie sich eben immer heller. Und damals gab es wenig Betroffene und ich wollte auch nicht Model werden. Und dann habe ich Fotos auf Instagram gepostet von mir und und dann kamen einfach Modelaufträge. Genau. Und ich habe mir dann gedacht, wow, die Fotos sind eigentlich urcool, habe die dann gepostet. Und und Personen weltweit haben mich dann gesehen und haben gesehen, okay, ich schaue zwar anders aus, aber sie hat trotzdem den Mut, das zu zeigen. Und ich muss sagen, als Model habe ich jetzt echt schon eine ganz gute Karriere hingelegt. Die Fotos zeigen einfach Menschen mit Vitiligo. Und genau, ich glaube, das ist gut. Ich habe mir auch gedacht, warum kann man den Erfolg, den ich auf Instagram mit den Fotos habe, nicht einfach ausnützen, auch im Hinblick auf das Thema Gehörlosigkeit und Schwerhörigkeit. Genau. Und so hat das Ganze begonnen. Also ihr seht meinen Insta-Namen, könnt gerne mal reinklicken und schauen, wie das so aussieht. Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Warum überhaupt Online-Aktivismus? Was bringt das? Was sind da die Vorteile? Und wie kann man das machen? Und der größte und wichtigste Punkt beim Online-Aktivismus ist, denke ich einmal,
die Sichtbarkeit, dass man für sich selbst Sichtbarkeit schaffen kann. Wir alle wissen, wie wichtig Sichtbarkeit ist bei dem Thema Behinderungen oder auch chronische Krankheiten. Denn oft ist es so, gerade in den traditionellen Medien, dass Menschen mit Behinderung einfach nicht berücksichtigt werden, nicht inkludiert werden, nicht einbezogen werden und wenn, dann oft nur in sehr stereotypen Arten und Weisen, in sehr vorurteilshaften Rollen. Und da ist der große Vorteil im Online-Aktivismus, man kann sich einen Account erstellen und man kann sich so zeigen, wie man ist. Und man muss nicht erst darauf warten, irgendwo eingeladen zu werden, irgendwo inkludiert zu werden. Man macht es einfach selber. Und da ist wirklich diese große Chance und dieses große Potenzial von Social Media. Eben in den traditionellen Medien ist das ein großes Problem. Das wird mit der Zeit besser und das erkämpfen viele Online-Aktivisten auch zurzeit. Und ich denke, man kann wirklich sagen, ohne Online-Aktivisten und Aktivisten generell, aber auch Online-Aktivisten wären wir heute nicht da, wo wir jetzt sind. Da wird viel Awareness geschaffen. Es kommt immer wieder vor, dass Filme gemacht werden zum Beispiel über gewisse Themen und es werden nicht behinderte Schauspieler für behinderte Rollen gecastet. Das ist zuletzt auch passiert in dem Film von der Sängerin Sia, die einen Film gemacht hat über ein autistisches Mädchen und sie hat eine nicht autistische Person gecastet. Und dieser Film wurde sehr scharf kritisiert, nicht nur aufgrund dieser Tatsache, sondern auch aufgrund des Inhaltes. Und da gab es eine riesige Online-Bewegung. Und das hat wirklich dazu geführt, dass in allen Medien darüber berichtet wurde und dass da Awareness dafür für dieses Thema geschaffen wurde. Und da hat Online-Aktivismus eben eine ganz riesige Chance, dass man sich selber sichtbar machen kann, so wie man ist. Man kann anfangen zu erzählen und sich so zu zeigen, wie man ist, ohne Stereotype, ohne Vorurteile, ohne Erwartungen. Außerdem muss man sagen, dass der Online-Aktivismus sehr nahbar ist. Man stellt sich jetzt vor, wie viele Politiker und Politikerinnen zum Beispiel kennt man irgendwie persönlich. Da ist eine große Distanz da. Bei anderen Online-Aktivisten, die man so kennenlernt im Internet, da findet viel mehr Nähe statt. Das ist viel persönlicher. Ich kann denen eine Nachricht schreiben, man kann sich austauschen und das auf ganz einfache Art und Weise. Das heißt, man kann ganz schnell auch Beziehungen herstellen. Und über Beziehungen kann man auch sehr viel erreichen, dieser persönliche Bezug. Und diese Authentizität hat eine ganz große Bedeutung, denn wenn ich einen persönlichen Bezug zu einer Person habe, dann lerne ich von dieser Person auch mehr, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich in diese Person hineinversetzen. Da ist eine gewisse Nähe da und ich kann mir vorstellen, wie es dieser Person geht. Und ich muss sagen, so viel von Menschen gelernt im Internet, die ich wahrscheinlich im wahren Leben nie kennengelernt hätte. Und das ist einfach das Schöne an diesem Online-Aktivismus. Man kann die Menschen ein bisschen in seinen Alltag mitnehmen. Man hat das Gefühl, man geht auf dem Weg ein Stück mit und dann lernt man, welche Herausforderungen haben diese Personen, vor welche Hürden werden diese Personen gestellt, was wünscht sich diese Personen, welche Ängste und Wünsche und Zukunftsvisionen gibt es da. Und das ist eine sehr nahbare, sehr fassbare Art und Weise des Aktivismus, wo man auch auf einer Gefühlsebene eben sehr schnell merkt, wie geht es diesen Menschen. Und ich glaube, das ist sehr viel wert, weil das bleibt in der Erinnerung der Menschen. Wenn ich einen Artikel lese und das ist alles sehr trocken und ich habe da keinen persönlichen Bezug, dann vergesse ich das vielleicht sehr schnell. Aber wenn ich einer Person ein bisschen auf ihrem Alltag folge und ich da nachfühlen kann, wie es dieser Person geht, dann bleibt das in Erinnerung. Und das ist meiner Meinung nach extrem viel wert. Und Online-Aktivismus hat auch die Chance, verschiedene Arten von Benachteiligung und Diskriminierung aufzuzeigen, eben zum Beispiel, wenn es um das Thema Behinderung geht, den Ableismus. Da werden wir später noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was das genau ist. Aber ich habe als Lehrerin davor das Wort Ableismus überhaupt nicht gekannt. Man kann jetzt natürlich viel am Bildungssystem kritisieren und da möchte ich gar nicht zu weit ausschweifen jetzt, aber die Awareness für Behindertenfeindlichkeit und Ableismus
ist, sage ich einmal, in der LehrerInnenausbildung sehr dürftig. Und ich habe das Wort erst selber kennengelernt, als ich selber chronisch krank wurde. Und ich habe von anderen Menschen im Internet, die so alt waren wie ich oder vielleicht ein bisschen jünger oder vielleicht ein bisschen älter, so, so viel gelernt, was mich auch extrem gestärkt hat. Und ich habe auch über andere Formen von Benachteiligung oder Marginalisierung sehr viel gelernt. Ich folge auch einigen Menschen, zum Beispiel, die trans sind. Also die Transgender sind oder die Non-Binary sind. Ich habe sehr viel auch über Feminismus gelernt. Ich habe sehr viel über Rassismus gelernt. Ich habe so viele Dinge gelernt von Personen, von Lebensrealitäten, die nicht meine Realität, Lebensrealitäten sind, aber die mir die Augen geöffnet haben. Und eben weil es so nahbar ist und so einen persönlichen Bezug hat, lernt man das einfach viel schneller und viel einfacher und man kann sich in diese Personen hineinfühlen und versuchen nachzuvollziehen, wie das ist. Natürlich wird eine nicht behinderte Person nie wirklich wissen, wie es ist, behindert zu sein, und eine Cisgender-Person, also eine Person, die sich in dem Geschlecht so fühlt, in dem sie geboren ist, also eine Frau, die als Frau geboren ist, wird nie wirklich wissen, wie es ist, eine Transgender-Frau zu sein, zum Beispiel. Aber durch diese Erzählungen wird sie es vielleicht verstehen und nachvollziehen können und wissen, wie sich das anfühlt und auch welche Herausforderungen es da gibt. Und da haben wir die große Chance von Online-Aktivismus, weil es ist einfach leicht zugänglich für viele Menschen. Tausende, Millionen Menschen sind in den sozialen Medien unterwegs. Man kann da wirklich viele Menschen erreichen. Und jeder kann sich einen Account erstellen und jeder kann vielen verschiedenen Menschen einfach einmal folgen und ihnen oder diese Menschen auf ihren Weg irgendwie begleiten. Und da ist eben die Sichtbarkeit, die das schafft, und die Awareness, die das schafft, das große Potenzial. Und bei mir war das eben auch ein Thema, wie ich, als ich meine Krankheit so verschlechtert hat, ich war praktisch unsichtbar. Meine Krankheit ist ja auch in dem Sinne unsichtbar, in dem Sinn, dass man sie mir nicht ansieht. Aber ich bin auch praktisch von der Bildfläche verschwunden, weil ich konnte mein Haus kaum noch verlassen. Ich habe meine Kolleginnen nicht mehr gesehen, die wussten nicht wirklich, was mit mir los ist. Natürlich, es gab da auch Berührungsängste. Viele haben sich einfach irgendwie nicht getraut, mich anzurufen, Kontakt aufzunehmen und zu fragen, wie geht's dir? Und viele haben mich durch Social Media dann wieder gesehen und mich einmal angeschrieben, oh, wie geht's dir und was machst du so? Und die haben dann durch meinen Aktivismus auch viel über meine Erkrankung gelernt, wo so im echten Leben sozusagen wir uns gar nicht mehr gesehen hätten. Und da ist eben diese große Chance von Social Media. Und jetzt übergebe ich an die Bianca weiter. Der Online-Aktivismus hat viele Vorteile. Egal, was du machen möchtest und welche Zielgruppe du erreichen willst, es ist eigentlich alles möglich. Du kannst einfach kreativ deine Ideen posten und schauen, was ist mein Blickwinkel auf verschiedene Dinge. Zum Beispiel bei Vitiligo ist es so, dass ich einfach mal schauen kann, sagen kann, hallo, wie geht's euch? Ich bin da, vielleicht habt ihr Interesse, etwas dazuzulernen. Und das ist schon ein großer Vorteil. Und der nächste Punkt ist die Vernetzung über Grenzen hinweg. Am Anfang war es so, dass bei meiner Hauterkrankung ich das Gefühl hatte, ich bin total alleine und habe versucht, in Österreich Personen zu finden, die ebenfalls betroffen sind. Das hat irgendwie gar nicht geklappt. Und dann habe ich eine Selbsthilfegruppe versucht zu finden und die war aber dann schon aufgelassen. Somit hatte ich irgendwie überhaupt niemanden als Ansprechperson, mit dem ich mich austauschen konnte, auch Probleme diskutieren konnte, auf Augenhöhe und so weiter. Das heißt, der Online-Aktivismus ist in dem Zusammenhang einfach fantastisch, weil jeder sozusagen die Möglichkeit hat, sich zu melden und zu sagen, hey, ich bin auch da, aus Amerika, aus Asien und so weiter. Es gibt ganz viele Personen, die betroffen sind. Man kann sich wunderbar austauschen.
wenn wir alle auch aufstehen und uns zeigen, ist es einfach so, ist egal, ob jetzt die Gehörlosigkeit oder die Diglot, es ist einfach so, dass man einfach zeigen kann, hey, uns gibt's einfach, es ist ganz normal, wir leben ein normales Leben und genau, ich glaube, wichtig ist, dass wir aufstehen und darüber reden und genau, und das durch die Posts im Internet auch zeigen. Safe Space, habe ich eh vorher schon gesagt. Ich habe mich echt eine Zeit lang alleine gefühlt und durch die Vernetzung, diese Gruppe, die sich online gefunden hat, fühlt man sich dann nicht mehr alleine. Man ist dann in einer Gemeinschaft und safe. So. Sorry. Magst du was? Magst du? Okay. Was ist das? Was heißt das Wort Ableismus eigentlich überhaupt? Das heißt eigentlich, kommt vom englischen Wort able und bedeutet fähig. Es hängt auch zusammen mit dem Wort Diskriminierung von Behinderung zum Beispiel. Also es geht um Themen wie Sehen, Hören oder zum Beispiel auch um chronisch kranke Personen. Genau, das heißt, wir sind alle irgendwie betroffen und können uns da auch vernetzen und Partnerschaften quasi finden. So, jetzt übergebe ich an dich. Danke. Es ist ja auch so, Ableismus ist ja nicht gleich Ableismus. Da gibt es unterschiedliche Abstufungen, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen. Ableismus kann im privaten Bereich passieren, unter Bekannten, in der Familie, aber es kann auch in der offiziellen Welt sozusagen passieren. Es gibt ja auch strukturellen Ableismus, es gibt medizinischen Ableismus und es gibt kulturellen Ableismus. Struktureller Ableismus betrifft zum Beispiel, dass es einen Mangel an Gesetzen gibt, die wirklich die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auch wirklich einfordern. Es gibt zwar die UN-Konvention, aber natürlich mangelt es da sehr stark an der Umsetzung. Oder der kulturelle Ableismus, wie wir auch eben schon angesprochen haben, dass in Filmen, Medien und so weiter, Menschen mit Behinderung oft gar nicht wirklich mit einbezogen werden und wenn dann nur auf sehr vorurteilhafte Art und Weise. Auch das ist Ableismus, dass man Menschen nicht mit einbezieht, wenn man einen Film machen möchte über eine Person mit Behinderung. Und ich denke nicht einmal dran, Menschen in das Skript und ins Drehbuch mit einzubeziehen, die selbst eine Behinderung haben, oder Schauspieler mit einzubeziehen, die auch selbst betroffen sind, dann ist das irgendwo auch Ableismus, weil ich gebe dann diesem Film oder diesem Buch oder was auch immer, es ist gar nicht die Chance, wirklich realistisch zu sein. Weil eben als nicht behinderte Person kann ich nie zu 100% nachvollziehen oder wissen, wie das ist. Und für eine realistische Repräsentation ist es eben ganz wichtig, Betroffene selbst mit einzubeziehen und denen auch eine Stimme zu geben. Und natürlich gibt es dann auch einige Unterkategorien von Ableismus, den Autismus zum Beispiel, das kann uns vielleicht die Bianca kurz erklären. Genau, der Autismus ist die Diskriminierung von gehörlosen und hörbeeinträchtigten Personen oder halt generell Personen, die nicht hören können. Und genau, Diskriminierung auch gegenüber der Kultur und der Sprache. Das ist da auch inkludiert. Autismus gibt es auch in den sozialen Medien natürlich, zum Beispiel. Wenn ich die Stories auf Instagram anschaue und ich dann die Kamera gebärde oder spreche ohne Untertitel, das ist halt auch eine Form von Autismus zum Beispiel. Also das ist eine Diskriminierung von nicht behinderten Menschen zu behinderten Menschen. Ist auch sehr schade, weil ich mir denke, es wäre schön, wenn ich Informationen in meiner Sprache einfach bekomme.
Genau, und als weiteres Beispiel, als Unterkategorie von Ableismus, gibt es auch noch den Sanismus oder auch Mentalismus genannt. Das beschreibt die Benachteiligung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und das ist auch ein sehr großes und wichtiges Thema, das Gott sei Dank jetzt langsam auch mehr an Bedeutung gewinnt und mehr an Sichtbarkeit gewinnt. Denn psychische Erkrankungen wurden viele, viele Jahre lang so ein bisschen weggeschoben aus unserem Bewusstsein. Da redet man nicht drüber, das ist ein Tabu. Und Menschen mit psychischen Erkrankungen, die werden oft behandelt, als wären sie irgendwie Aliens. So, oh, du bist psychisch krank. Und da gibt es ganz, ganz große Berührungsängste auch. Und natürlich auch Benachteiligung. Denn viele Menschen, das betrifft nicht nur Menschen mit chronischen Erkrankungen auf physische Art und Weise, sondern auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, die dann ganz große Probleme bekommen am Arbeitsplatz, wenn sie sich sozusagen outen müssen, dass sie eine psychische Erkrankung haben. Da werden viele Menschen dann auch sehr benachteiligt. Und das soll nicht sein, denn niemand auf der Welt sucht sich seine Krankheit aus, egal was das für eine Krankheit ist. Und jeder Mensch sollte dieselben Chancen haben, denselben Zugang haben. Und niemand soll sich um seine Existenz, um seinen Job, um seine Ausbildung und so weiter fürchten müssen aufgrund einer Erkrankung. So, und jetzt kommen wir mal zum Wie. Wie kann man sich denn jetzt überhaupt im Internet stark machen? Da werde ich jetzt gleich wieder übergeben an die liebe Bianca und die wird uns einmal ein paar verschiedene Plattformen und Formate vorstellen. Soll ich den Link anklicken? Ja, bitte. So. So, könnt ihr das sehen? Nein. Nein. Moment einmal. Ich glaube, da muss ich hier rüber wechseln. So, jetzt könnt ihr es sehen. Nein, leider. Oder sehen es die anderen? Ich sehe es nicht, sagte Bianca. Moment. Nein, mal. Wir sehen noch immer deine Folie, Andrea. Okay. Da steht, die Freigabe wurde unterbrochen. Soll ich kurz stoppen und noch einmal? Genau, ist am gescheitesten, du machst eine neue Bildschirmfreigabe. Okay. Entschuldigung, wir haben heute ein bisschen den Wurm drin in der Technik. Jetzt? Genau. Okay. Das ist ein Teil meiner Instagram-Seite. Da erkläre ich eben, was meine Hauterkrankung genau ist. Und ich habe eh vorher schon gesagt, wenn man Fotos posten möchte und so weiter und was dazu schreiben möchte, ist es einfach ein tolles Medium. So. Andrea? Ja? Siehst man's? Willst du das jetzt sagen oder soll ich oder wie? Ich kann gern weitermachen, wenn du magst. So, wir haben hier mal ein paar verschiedene Formate aufgelistet, die man verwenden kann im Internet. Und diese verschiedenen Formate eignen sich für verschiedene Arten der Kommunikation zum Beispiel. Instagram, Facebook oder Twitter sind Plattformen, die sehr textbasiert sind zum Teil. Also wenn ich ein Typ bin, der gern Texte schreibt, dann eignet sich da zum Beispiel Instagram einmal für den Anfang ganz gut. Wenn ich jemand bin, der künstlerisch sehr begabt ist, der sehr fotografisch begabt ist, dann ist auch Instagram eine tolle Plattform. Wenn ich merke, ich spreche gern und ich habe da im Sprechen meine Stärke, dann eignen sich vielleicht Videos gut oder sogar Podcasts ganz gut. Da kann man auf TikTok oder auf Instagram kurze Videos machen in kurzer Form. Die sind zurzeit ultra beliebt. Also das ist jetzt das große Ding bei Social Media sind die kurzen Videos. Also Instagram hat man bis zu einer Minute Zeit, auf TikTok bis zu 3 Minuten mittlerweile. Und das eignet sich einfach super gut. Wir wissen, die Aufmerksamkeitsspanne
vor allem von jungen Menschen im Internet, die wird immer kürzer. Man muss die Menschen schnell, man muss schnell die Aufmerksamkeit erlangen und da eignen sich diese kurzen Videos eben sehr gut. Wer aber merkt, ich spreche lieber lange, ich erkläre lieber ausführlich, da eignet sich ein Format wie YouTube vielleicht besser. Da kann man Videos bis zu, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten oder gibt noch längere auch überhaupt. Also da kann man wirklich ein Thema sehr lang und ausführlich erklären, wenn man das Bedürfnis hat. Vergleichbar ist das auch, wenn ich merke, ich schreibe gern. Auf Instagram hast du eine Begrenzung, wie lange die Caption, das ist der, die Schrift unter deinem Bild, die kann nur eine gewisse Länge haben. Wenn ich jetzt merke, ich schreibe sehr gerne sehr lang und ausführlich, kann man natürlich seinen eigenen Blog erstellen. Und da kann man auch schreiben, so lang, wie man möchte. Und wir haben hier auch noch ein Beispiel für ein TikTok-Video. Da ist jetzt ein TikTok-Video von mir. Einfach vielleicht, damit sich die Leute da was drunter vorstellen können, die das nicht kennen. Bitte sagt mir Bescheid, ob ihr das auch sehen könnt. Geht das jetzt? Ja. So, dann schauen wir mal. Super. Ja, man kann sagen. Super. Hi, I'm disabled. Oh, don't say that. Why not? You're not disabled. You are differently abled. You have special needs. You are handicapable. How is that better? Or diffabled. What's that even supposed to mean? You are challenged. You know, you can say the word disabled. It's not cursed. But if saying it makes you uncomfortable, then maybe that's your problem and not mine. Hi, I'm disabled. So, hoppala. Weg damit. Hi, I'm disabled. So. Und das ist jetzt auch so ein Beispiel, wo man sieht, wie stark da die... Moment, ich möchte zurück kurz zu meiner Präsentation. So. Wie stark da das Potenzial von Social Media ist, um wirklich Leute zu erreichen und auch viele Leute zu erreichen. Ich habe dieses Video auf TikTok und auf Instagram hochgeladen und auf Instagram ging das viral, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann es bis heute nicht erklären, wie und warum, wie das gegangen ist, aber das hatte über 2 Millionen Views auf Instagram. Also wenn man sich denkt, naja, Online-Aktivismus ein bisschen auf Instagram was schreiben, damit erreiche ich eh niemanden, das sieht eh keiner. Man kann nie wissen, manchmal gibt es Videos, die so gut bei den Menschen ankommen, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt. Also und man kann damit wirklich auch viele Leute erreichen. Und meiner Meinung nach ist da das Wichtigste, wenn man sich dazu entscheidet, ich möchte gerne im Internet was schreiben, ich möchte gerne meine Geschichte erzählen, dann mal zu schauen, was fühlt sich für mich gut an und was liegt mir, wo liegen meine Stärken? Und da ist halt das Schöne an so Plattformen wie Instagram zum Beispiel, man kann einfach einmal ausprobieren. Man kann ausprobieren, bin ich irgendwie grafisch, tue ich gern das Grafische gestalten, liegt mir das, schreibe ich gern kurze Texte, schreibe ich gern längere Texte. Auch Twitter zum Beispiel, da kann ich auch noch kurz ein Beispiel herzeigen. Auf Twitter ist man ja auch von den Zeichen sehr begrenzt. Ich glaube 270 Zeichen pro Tweet. Das heißt, man muss sich da wirklich kurz fassen. Das muss einem auch liegen. Ja, manche Leute können das total gut. Die können Sachen urgut auf den Punkt bringen. Und die sind damit auf Twitter sehr erfolgreich. Andere Menschen, ich zum Beispiel, ich tue mir da oft schwer, Sachen da in so kurzer Zeit auf den Punkt zu bringen. Also hier habe ich einen Tweet von mir als Beispiel. Ich kann ihn kurz auch übersetzen. Nur weil du den Schmerz von außen nicht sehen kannst, bedeutet das nicht, dass er nicht da ist. Viele Menschen haben unsichtbare Erkrankungen, die nicht erkennbar sind am ersten Blick. Sei nett zu deinen Mitmenschen. Du weißt nie, was ihnen drinnen vorgeht. Und da kann man eben auch die verschiedenen Plattformen zu ihren Stärken nutzen. Ja. Wer merkt, dass man gerne lang und ausführlich schreiben würde, da können Blogs sehr erfolgreich sein. Oder wer merkt, man spricht sehr gerne und man hat da eine Leichtigkeit beim Sprechen, dann kann man Videos machen. Aber auch zum Thema Videos auf Instagram und TikTok muss man gar nicht sprechen. Es gibt viele Leute, die unterlegen das mit Musik und schreiben den Text dazu. Und viele Leute haben zum Beispiel auch gerade am Anfang irgendwie Probleme, die eigene Stimme da zu sprechen. Und viele machen Videos, die machen so, dann steht da der Text und dann gibt es Musik im Hintergrund und dann muss man am Anfang gar nicht sprechen. Und auch diese Videos können sehr erfolgreich sein. Also mein Tipp ist,
Einfach ausprobieren. Wo liegen deine Stärken? Was macht dir Spaß? Dein Online-Aktivismus und generell im Internet posten kann auch anstrengend werden. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich zu etwas zwingen, was mir nicht liegt und was ich eigentlich nicht gerne mache, dann wird man nicht lang damit erfolgreich sein, beziehungsweise wird einem irgendwann, wird man nicht mehr weitermachen wollen. Also einfach schauen, wo liegen meine Stärken, und man muss auch nicht jeden Tag posten. Ein, zweimal im Monat vielleicht reicht auch. Also ja, nicht unter Druck setzen, aber wie man sich selber auch gut schützen kann und auf seine Grenzen achten kann, das werden wir später noch besprechen. Und das ist so unser Tipp, geh deinen eigenen Weg. Wenn du selber bist und dein individuelles Ding machst, dann wirst du 10-mal erfolgreicher werden, als wenn du versuchst, andere zu kopieren. So, was gibt's zu beachten eben? Sei du selbst, verwende eine inklusive Sprache und Barrierefreiheit. Da gibt es jetzt einige Sachen, die man da beachten muss. Wichtig, ja. Zum Beispiel Untertitel. Nein, nein, Entschuldigung. Ja, also ich möchte eben noch erklären, dass es manchmal für Personen schwierig ist, eben mit den Untertiteln. Also wenn man eben spricht, dass ohne Untertitel, dass es dann nicht wahrgenommen werden kann. Und deswegen denke ich mal, ist es halt, dass sie dann einfach weiter swipen sozusagen und sagen, ja okay, ich sehe den Inhalt eh nicht oder ich kann den Inhalt nicht wahrnehmen, deswegen geht halt dann auch das Interesse verloren. Und darum ist es, also ist auch mein, sozusagen, wenn ich dann an den Lippen hängen muss, um irgendwas zu erkennen, das ist einfach schwierig und anstrengend auch. Also mit den Untertiteln, ich weiß auch, die Bearbeitung von den Untertiteln, das ist mühsam, aber es ist auch einfach eine Möglichkeit. Es gibt auch Apps, die sind hier auf den Folien. Und da kann man einfach am Handy diese App haben, man spricht dann, das wird gespeichert und dann werden automatisch die Untertitel erstellt. Also da braucht man auch nicht viel bearbeiten, das passiert dann einfach. Also das können wir zum Beispiel probieren, wenn du möchtest. Ja, ich kann es gleich vorführen. Ich persönlich verwende die App Clip-O-Matic. Die hat ein bisschen was gekostet, muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, es waren so knapp 3 €. Da muss man wirklich einmal ein bisschen schauen, weil diese Apps, es gibt unterschiedliche Apps für unterschiedliche Betriebssysteme und manche sind gratis, manche kosten was und da gibt es auch große Unterschiede im Kostenfaktor. Da muss man sich einmal ein bisschen durchstöbern. Aber ich zum Beispiel verwende eben die App Clip-O-Matic, die geht fürs iPhone und ich zeige es jetzt einfach einmal vor. So, ich starte jetzt die Aufnahme, ich rede in mein Handy rein. Die Sprache sollte man auch einstellen, weil wenn ich jetzt Englisch einstelle, dann versteht mich der nicht. Also da muss ich sagen, in welcher Sprache ich spreche. Und der schreibt jetzt gleich sofort drunter auf, was ich sage. Und jetzt drücke ich auf Stopp. Und schon habe ich mein Video da. Ich schaue mal, ob man es irgendwie sehen kann. Und so schnell geht's eigentlich. Also das ist die ganze Hexerei. Man muss natürlich das immer ein bisschen kontrollieren, weil es kann sein, dass er die Wörter nicht richtig erkennt. Dass er zum Beispiel statt Flasche, Tasche versteht oder so. Das ist aber auch ganz einfach. Da drücke ich dann einfach hier rein. Und dann werden alle Wörter, die ich da gesagt habe, aufgelistet. Und dann kann ich das kontrollieren. Stimmt das? Und wenn es nicht stimmt, kann ich es kurz ausbessern und das ist alles. Dann gehe ich hier auf Speichern, dann wird das Video gespeichert und ich kann es auf Instagram hochladen zum Beispiel. Und so schnell kann es gehen. In manchen Ländern gibt es diese Funktion auch direkt schon in der Instagram-App. Hier in Mitteleuropa gibt es diese Funktion noch nicht. Ich hoffe, dass sie bald weltweit kommt, weil das ist wirklich eine wichtige Funktion für die Inklusion, nicht nur für Menschen, die gehörlos sind. Auch bei anderen Behinderungen kann diese Funktion extrem hilfreich sein. Also Menschen, die zum Beispiel sehr lärmempfindlich sind oder Menschen, die kognitive Schwierigkeiten haben, da kann das sehr helfen, da mitlesen zu können. Also hoffentlich kommt das bald flächendeckend und auch gratis, weil jeder sollte da Zugriff dazu haben. So, und dann haben wir noch ein paar weitere Beispiele. Zum Beispiel den Alternativtext. Okay. Was ist der Alternativtext? Möchtest du das erklären? Ja, ich habe mir gedacht, auf Instagram zum Beispiel
das ist halt sehr ein sehr visuelles Medium. Und da ist es halt auch wichtig für Menschen mit einer Sehbehinderung zum Beispiel oder einer Sehschwäche, eben die Bilder nochmal zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn man einfach ein kurzes Wort nimmt, einen kurzen Text einfach dazu schreibt. Bei den Stories, dass man das dazu gibt. Da braucht man eben dann ein Wort, dass man das dazu schreibt und das dann eben bei dem Screenreader dann noch vorgelesen werden kann. Das ist ziemlich einfach für blinde Personen zum Beispiel oder Personen mit einer Sehschwäche. Aber dieser Alttext, das bedeutet eben nicht, dass man dann einfach den Untertitel, Caption. Diese Caption, dass man die als Caption verwenden kann, sondern man muss es dann auch nochmal erklären, was eben auf dem Bild ist. Was sieht man genau auf dem Bild? Zum Beispiel ein grüner Hintergrund mit einer Palme oder eben das blinde Personen haben eben da diese Schwierigkeit auch, das dann zu sehen. Und dass man das dann klar ist, was auf dem Bild oben ist. Ja. Es ist auch wichtig, dass der Text gut lesbar ist. Also auch die Buchstaben, wie groß sind die, wie schauen die eben aus. Zum Beispiel auf der rechten Seite, das rosane Bild. Wichtig ist, dass man es gut sehen kann, dass die Farben passen, dass die Größe der Schrift gut passt und dass man es eben einfach lesen kann. Das ist eben auf der einen Seite, das ist schwierig, da muss man wirklich ganz genau schauen. Ja? Und das ist auch so verschnörzelt, also das ist schwierig zu sehen auf einen Blick. Ja. Genau. Das nächste Thema ist auch ein ganz wichtiges Thema und das ist einerseits der Selbstschutz im Internet und wie gehe ich mit Hate um? Denn das kann natürlich auch passieren, wenn ich mich sehr offen zeige im Internet, kann das sein, dass es da auch Interaktionen gibt, die nicht so schön sind. Ich muss gleich am Anfang dazu sagen, die meisten Interaktionen, die meisten Gespräche, die in meinem Fall online stattfinden, sind sehr, sehr positiv und ich habe sehr viel dadurch gewonnen. Aber es kann hin und wieder natürlich sein, dass es Menschen gibt, die nicht so nett sind. Da gibt es aber Wege, wie man damit umgehen kann. Vielleicht, Bianca, erklärst du uns ein bisschen dazu. Ja, also auf Instagram zum Beispiel, wenn man da ein Foto postet, dann habe ich es schon eigentlich erlebt, dass da negative Kommentare auch kommen oder dass mich jemand beschimpft oder beleidigt. Und ja, da denke ich mal, also es ist schon am Anfang hat mich das betroffen, weil das habe ich auch persönlich genommen und habe mir gedacht, okay, oh Gott, ja, so das war für mich jetzt auch, hat das viel negative Stimmung erzeugt, ja, auch wie mich die Personen sehen und dass mich andere Personen auch so sehen. Also das war auf keinen Fall schön. Aber ja, damals war das halt so, ich war da ziemlich betroffen und dann habe ich mir das öfter durchgelesen. Und jetzt ist es eigentlich, ja, okay, es ist eine künstlerische Sache für mich und wenn mich jemand kritisiert, dann ist das deren Problem und nicht meines. Das heißt, die müssen das dann selbst so damit umgehen. Ja, die können mich kritisieren, aber das ist deren Problem. Das ist, also ich fühle mich schön und so ist es halt. Auf Instagram ist es so, dass da halt eigentlich auch viele Kommentare dann kommen und das ist dann halt auch schon ein Druck, ja, das ist auch ziemlich viel Zeit und nimmt viel Zeit in Anspruch, das dann durchzulesen und ist auch diskriminierend oft. Aber ja, so ist es halt. Ich muss es sofort zurückschreiben, das macht mir da jetzt auch keinen Druck. Ich nehme mir Zeit, ich schaue mir das dann an und dann ja, schaue ich, ob ich antworten will. Aber ich nehme da jetzt auch keinen Stress, also ich habe keinen Stress und lese mir das geschwind durch und muss schnell antworten. Also das ist auch für das Selbstkonzept eigentlich auch wichtig. Also dass ich auch sage, ich entscheide selber, was ich tun möchte und wann ich es tun möchte. Und auf Instagram ist auch so, da hat man eben dann viele Posts und die Personen diskutieren dann auch und fangen dann womöglich auch zu streiten an. Und da fühlt man sich natürlich dann auch nicht wohl, wenn man das liest.
also diese Diskussionen und da muss man halt auch auf seine eigene Energie schauen. Also man kann auch jemanden blockieren, das ist okay, oder einfach ignorieren kann man auch. Also das ist ganz normal, dass es da halt Leute gibt, die komisch damit umgehen. Entschuldigung, ich wollte jetzt eine Frage einbringen. Wenn man sich so engagiert, muss man jetzt sich im Klaren sein, dass man für diese Offenheit den Preis bezahlen muss, dass man, ich sage mal, angefeindet wird. Muss man nicht den Preis dafür bezahlen, dass man eine positive Absicht hat? Ich finde das voll gut, dass ihr das macht. Aber muss man auf der anderen Seite nicht damit rechnen, dass man mit Anfeindungen umgehen muss? Weil meine Therapeutin hat gesagt, es ist nicht immer möglich, dass man von allen Menschen für das, was man tut, geliebt und geschätzt wird, sondern dass man auch damit es zur Kenntnis nehmen muss, dass man angefeindet wird oder nicht beachtet wird. Das wollte ich nur sagen. Ja, dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Natürlich kann das passieren. Das wird immer passieren. Nicht alle Menschen sind nett. Und es ist ganz richtig so, nicht jeder wird deine Arbeit lieben. Weder im echten Leben noch im Internet. Nicht jeder wird dich so mögen, wie du bist. Das muss aber auch nicht so sein. Und natürlich muss man irgendwo auf der einen Seite damit rechnen, dass sowas passieren kann. Das ist einfach im Internet leider so. Auf der anderen Seite sind diskriminierende Nachrichten, beleidigende Nachrichten nicht okay und das muss man nicht so hinnehmen. Man darf auch Menschen blockieren, die zu weit gehen. Man ist ihnen keine Rechenschaft schuldig. Wenn jemand wirklich weit über deine Grenzen geht, dann hat er auf deiner Seite einfach nichts mehr verloren und aus. Und wenn Nachrichten schwer beleidigend werden oder schwer diskriminieren oder ganz schwer über die Grenze gehen und da kriminelle Inhalte drinnen sind, dann kann man das auch zur Anzeige bringen. Denn niemand hat das Recht, im Internet kriminell zu werden und feindselige, menschenrechtsverachtende Dinge zu schreiben. Denn der Internet ist auch kein rechtsfreier Raum und man hat da auch die Rechte, sich dagegen zu wehren. Also ja, einerseits stimme ich da völlig zu, das kann passieren und das passiert auch. Und damit muss man rechnen, aber man kann sich davor auch schützen und man muss sich auch im Internet nicht alles gefallen lassen. Und das fängt auch schon bei kleineren Sachen an. Also wenn man über eine seltene Krankheit oder selten ist der MECFS gar nichts, ist halt einfach nur unbekannt, da kann es schon sein, dass man da mit Nachrichten bombardiert wird. Menschen, die jetzt verlangen, dass ich alles breit ganz ausführlich erkläre. Menschen, die verlangen, dass ich ihnen ganz genau sage, welche Therapien ich mache, welche Medikamente ich einnehme, zu welchen Ärzten ich wie oft gehe und sämtliche Informationen von mir im Einzelgespräch verlangen. Auch das muss man nicht. Die Aufklärungsarbeit im Internet ist schon anstrengend genug. Ich verdiene auch damit kein Geld. Ich bin da ganz offen. Ich mache das, weil es meine Leidenschaft ist und weil ich das gerne mache. Aber wenn Menschen deine Energie regelrecht aussaugen und von dir Dinge verlangen und ständig deine Aufmerksamkeit wollen und ständig Informationen verlangen, die auch sehr privat sind, dann muss man sich auch da nicht drauf einlassen. Man kann auch sagen, das sind Informationen, die möchte ich mit fremden Leuten nicht besprechen. Ich gebe auch im Internet nicht wirklich bekannt aus diesen Gründen, was ich jetzt genau für Therapien mache oder so. Das hat auch den Grund, ich weiß ja am Anfang nicht, ob das überhaupt hilft. Und dann fragen mich 100.000 Leute, na und, geht's dir jetzt besser? Geht's dir besser? Geht's dir besser? Und das ist ein Stress, den möchte ich mir nicht antun und das muss man auch nicht. Man hat wirklich die Entscheidungsmacht, was möchte ich posten? Worüber möchte ich sprechen und worüber möchte ich nicht sprechen? Und das ist auch total okay. Man muss auch nicht seine Diagnose im Internet bekannt geben. In meinem Fall, mir war das ein Anliegen, weil ich wollte einfach über diese unbekannte Krankheit aufklären. Aber es wird auch nicht, wenn irgendjemand auf der Straße auf einen zukommt und sagt, was fehlt dir denn, was hast denn du? Muss man das auch nicht sagen. Und im Internet ist es genauso. Du musst keine privaten Informationen bekannt geben, die du nicht bekannt geben musst. Und da ist einfach der Punkt Selbstschutz. Das ist im echten Leben so, das ist im Internet so. Sich Zeit nehmen und das lernt man auch mit der Zeit. Am Anfang hat man vielleicht das Gefühl, man muss auf jede Nachricht sofort antworten und man muss immer verfügbar sein. Man darf sich auch ein paar Tage Zeit nehmen, um auf etwas zu antworten. Man kann sich auch ein paar Tage Zeit nehmen, war das jetzt eine gute, konstruktive Kritik oder war das jetzt einfach nur
hätte. Und das lernt man auch mit der Zeit zu unterscheiden, weil es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, bei dem Post finde ich den und den Punkt, vielleicht müsste man das auch noch erwähnen, das fände ich vielleicht wichtig, das hast du vielleicht irgendwie vergessen, beim nächsten Mal wäre das wichtig. Ist was anderes, als wenn jemand sagt, deinen Post finde ich absolut, das ist total schlecht, was du machst und du bist schier und ich weiß nicht. Das ist ja keine konstruktive Kritik und darauf muss man sich nicht einlassen. Und es ist auch okay, wenn man Menschen am Weg verliert sozusagen. Es geht ja auf Instagram jetzt nicht um die Zahlen und je mehr, desto besser und was weiß ich. Es ist okay, wenn man Follower verliert, die nicht auf deiner Wellenlänge sind und die das eigentlich gar nicht gut finden, was du machst. Das ist okay, wenn man die auf dem Weg verliert. Man will ja im echten Leben auch nicht mit Menschen befreundet sein, wo man eigentlich gar nicht auf derselben Wellenlänge ist und wo man überhaupt nicht bei keinen Themen einer Meinung ist und wo man nur streitet. Also es ist auch okay, wenn man Follower verliert. Das ist ganz normal und das gehört auch dazu und da braucht man sich nicht unter Druck setzen. Ich hätte jetzt noch eine kurze Frage. Wenn man weiß, dass man eine seltene Erkrankung hat, dann braucht man ja zunächst einmal die Zeit, einmal sich selber über die Krankheit zu informieren, um einmal sich selbst besser kennenzulernen. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis man gewusst hat, so jetzt weiß ich so viel über die Erkrankung, weiß auch viel, wie ich mit der Erkrankung im Alltag selber umgehen muss, dass man dann das dann auch erklären kann. Weil das geht ja nicht, sage ich mal, von heute auf morgen, dass man der ganzen Welt das erklären kann, welche Erkrankung ist. Von der einer Erkrankung mit Vitigo habe ich zum Beispiel nie was gehört, weil ich nie Leute kennengelernt habe. Ich bin selber an Taubheitgrenzen schwerhörig und weiß nur ungefähr, was es heißt, auf Hörgeräte und CI angewiesen zu sein, aber von anderen Erkrankungen weiß ich nichts und dann denke ich mir, schauen, was es da alles gibt. Es ist zwar selten, aber trotzdem sind wir alle Teil einer vielfältigen und lebendigen Gesellschaft. Das ist mein grundsätzlicher Standpunkt. Ja, bei mir war es so, ich habe mir schon ein paar Monate mal für mich selber Zeit genommen, um das alles auch zu verarbeiten und eben auch drüber zu lernen. Für mich war ja das auch neu. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dieser Lernprozess hört nie auf. Es ist, wie gesagt, eine unbekannte Erkrankheit. Da gibt es ständig neue Forschungserkenntnisse und auch, wie ich selber damit umgehe. Man denkt vielleicht, okay, ich bin jetzt krank, jetzt muss ich mich umstellen und das ist so von einem Tag auf den anderen. Und das ist ehrlich gesagt, ein lebenslanger Prozess. MECFS ist ja auch eine Krankheit, die in ihren Symptomen sehr schwankt. Ich habe manchmal gute Tage, ich habe schlechtere Tage und das ist von so vielen Faktoren abhängig, das kann man überhaupt nicht beeinflussen. Das heißt, dieses, wie gehe ich mit meiner Erkrankung um, wie gehe ich selber damit um, das ist ein ständiger Prozess. Das habe ich auch irgendwo im Internet von anderen gelernt, dass das okay ist, nicht von Anfang an alles genau zu wissen. Und das Schöne an Social Media ist ja auch irgendwie, dass man Menschen auf diesem Weg mitnehmen kann. Wie lerne ich selber damit umzugehen? Und dass man sich untereinander vernetzen kann und auch von anderen da lernen kann. Weil ich habe so viele Menschen kennengelernt, wo ich mir zuerst gedacht habe, wow, die haben das so toll heraus und die sind Profis auf dem Gebiet und dann kommt man mit denen ins Gespräch und es stellt sich heraus, die sind eigentlich genauso überfordert mit der Situation und versuchen selber irgendwie ihren Umgang damit zu finden. Und dann merkt man wirklich, hey, ich bin mit der Situation nicht alleine. Den anderen geht es genauso wie mir. Und das ist auch das Schöne am Online-Sein und an diesem Online-Aktivismus ist, dass man wirklich merkt, ich bin nicht alleine im Boot und es gibt so viele Menschen da draußen, die mich da unterstützen und es fühlt sich wirklich an, eben wie wir schon vorher gesagt haben, wie so ein Safe Space. Wir sitzen im selben Boot, wir haben dasselbe Schicksal, aber wir halten zusammen und wir unterstützen uns gegenseitig und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Gut, dann gehe ich jetzt noch weiter. Wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss unserer Präsentation. Wir haben dann nachher auch noch ein paar Fragen an euch und Sie können uns dann auch noch gerne einige Fragen stellen, wenn Sie wollen. Wir haben uns gedacht, es wäre vielleicht gut, auch andere Accounts zu empfehlen und andere Menschen, die auf Social Media verschiedene Dinge machen. Also wir haben hier auf Instagram ein paar Accounts
aufgelistet, die wir sehr gut finden, die sehr tolle Aufklärungsarbeit machen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also Menschen, die ganz unterschiedliche Arten von Behinderungen haben, die unterschiedliche Krankheiten haben, chronische Krankheiten haben und da sehr tolle Erklärungen dazu machen oder manche, die das auf eine sehr lustige Art und Weise machen. Da haben wir versucht, eine sehr diverse Gruppe sozusagen herzuzeigen. Wenn wir ein paar Minuten haben, können wir vielleicht ein, zwei herzeigen, wenn das in Ordnung ist. So, und zwar zum Beispiel den Stocki. Der macht sehr lustige Videos auch auf TikTok und auf Instagram, der das wieder auf seine Art und Weise sehr lustig macht. Das ist eben auch ein Comedian aus Wien und große Follow-Empfehlung von mir. Ja, die wahren Behinderten, die Menschen, die glauben, sie seien normal, oder? Nein. Also eigentlich sind ja die wahren Behinderten. Also es gibt viele, die das auch mit Spaß und mit Humor machen, weil ich denke mir, gerade bei ernsten Themen ist es auch manchmal wichtig, über sowas lachen zu können. Oder andere, die auf sehr tolle Art und Weise aufklären, zum Beispiel auch ein sehr toller Aktivist auf Social Media ist der Raul. Der arbeitet auch professionell mit Medien, muss man auch dazu sagen. Also vielleicht die Art und Weise, wie der das alles aufbearbeitet und auch grafisch das aufbearbeitet ist, muss man sich als Anfänger vielleicht jetzt nicht als Beispiel nehmen. Aber der hat einfach eine super Art und Weise, über diese Themen aufzuklären. Also auch eine große Follow-Empfehlung von mir ist der Raul. Und vielleicht noch ein paar aus dem englischsprachigen Raum. Zum Beispiel der Spencer. Kurz? Ja. Und zwar, du könntest auch die Kathi zeigen. Die Katrin? Katrin? Ja. Genau, eine weitere Gehörlose, die auf Instagram über dieses Thema aufklärt. Und die klärt nicht nur über Gehörlosigkeit auf, sondern auch über Feminismus zum Beispiel. Also das nennt man dann intersektional. Das heißt, sie klärt über mehrere Arten von Benachteiligung gleichzeitig auf. Zum Beispiel hier hat sie einen Post darüber, wie man gute Gespräche führen kann mit Menschen, die vielleicht nicht der gleichen Meinung sind. Die Katrin hat da überhaupt sehr viele schlaue Tipps. Die ist Psychologin und kann da aus verschiedenen Lebensbereichen sehr tolle Tipps geben und auch toll aufgearbeitet, sehr informativ. Genau. Danke. Genau. Dann wollte ich euch noch den Spencer kurz zeigen. Der macht verschiedene Sachen, teilweise auch auf sehr humorvolle Art und Weise, aber der klärt auch super auf, der man sieht es gleich, er benutzt selber einen Rollstuhl. Und das heißt, er hat eine sehr sichtbare Behinderung. Und das kennen sicher sehr viele Menschen, die eine sichtbare Behinderung haben. Man bekommt da tausende Fragen. Was ist mit dir? Warum ist das so? Und so weiter. Und da schauen wir gleich einmal. Das zum Beispiel. This is Swan Lake, the disabled pool version. Inflating my partner.
Swan Lake, the Genau, und der hat auch ganz viele tolle Videos zum Beispiel. Das ist echt so eine tolle Werbung auch. Ja, und genau, wo er zum Beispiel sagt, drei Geschichten, wie ich meine Beine verloren habe und alle drei sind gelogen. Und dann erzählt er einfach irgendwelche Sachen, weil er sagt einfach, ich bekomme die Frage so oft und mittlerweile denke ich mir einfach jedes Mal irgendwas aus und schaue dann, wie die Menschen darauf reagieren und mache mir einen Spaß draus. Auch so kann man mit solchen Themen umgehen. Und vielleicht noch zum Schluss die Nina Tame, auch eine wunderbare Aktivistin auf Instagram und die ist auch Autorin zum Beispiel. Und die bringt die Dinge sehr gut auf den Punkt, die nimmt sich kein Blatt vor den Mund, die zögert auch nicht manchmal vielleicht ein bisschen Schimpfwörter zu benutzen. Die ist einfach ganz authentisch so, wie sie ist. Und da schauen wir vielleicht auch. So. To play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was right, alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids. Also da sieht man ein Beispiel bei einem Video, wo man gar nicht sprechen muss, sondern die Fragen auch einfach mit Bildern beantworten kann. Vielleicht finde ich auch noch eins, wo sie spricht, weil sie spricht sehr genial. For the land, the forever hand in hand. Take it all out on your stride. It is taking voting for the land. Also man sieht auch sehr feministischer Content, sehr body positive, wie man auch dazu sagen kann. Ja, sie hat auch einige längere Videos, so, wo sie auch eben über Themen aufklärt. Und die sind aber jetzt vielleicht ein bisschen zu lang und die würden jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber ich würde mal sagen, folgt der Nina unbedingt und hört euch das einmal an, was sie zu sagen hat. Und genau, sollen wir noch irgendwen herzeigen? Einen vielleicht noch. Sag mal, bei meinem Profil die Musikübersetzung in Gebärdensprache, bitte. Vielleicht findest du... Eben, da sieht man gut, dass auch Gehörlose ein Gefühl für Musik haben. Und ist weiter unten. Und runter, runter, runter. Noch weiter runter. Stopp. Oh, ist sie nach oben? Das? Ja. Das wäre zum Beispiel was. Ja, finde ich ein tolles Beispiel, weil ich glaube, das ist auch so ein Vorurteil, so gehörlose Menschen und Musik. Und eben, das finde ich generell auch das Schöne an Social Media, dass man einfach mit Vorurteilen einmal so schön aufräumen kann. Man kann sich eben in seiner Realität so zeigen, wie man ist und diese Vorurteile ein bisschen aufbrechen und zeigen, wie es in der Realität wirklich ist. Mhm, stimmt. So. Gut. Wie gesagt, die Präsentation wird ja auch aufgezeichnet. Also bitte diese Liste, die kann man auch nachher dann in der Präsentation sehen. Ich meine, ich hätte diese Liste noch ewig lang weiterführen können. Es gibt so viele tolle Menschen im Internet, von denen man so viel lernen kann und von denen man so viel neue Blickwinkel lernen kann. Also meine Empfehlung, bitte einfach mal all diesen Personen folgen. Und genau. Jetzt haben wir zunächst noch einmal ein paar Fragen ans Publikum, die uns interessieren möchten.
Welche Plattformen nutzt du gerne und warum? Wer antworten möchte, einfach Mikrofon einschalten. Also ich zunächst sagen, ich bin ganz baff von euren Ausführungen. Dafür sage ich einmal Danke vorweg. Ich nutze Facebook, Instagram und YouTube, ab und zu Twitter. Und ich versuche immer auch ein bisschen darüber, über meine Hörbehinderung zu sprechen und auch über meine chronischen Erkrankungen und auch ein bisschen über meine psychische Erkrankung. Aber man muss da ein bisschen aufpassen und ich bin ja auch in der ÖH Klagenfurt für den Bereich Studieren mit Behinderung zuständig. Das heißt, ich weiß auch aus der Arbeit, dass Inklusion ein ganz wichtiger Punkt ist und ich war immer schon der Meinung, dass das Internet auf der einen Seite die Tür zur Welt öffnet für Menschen mit Behinderung und auch ein bisschen ein Schutz ist, weil wenn du dich im Alltag oder in nicht so zurechtfindest, dann kannst du das auch über Internet mitteilen, welche Schwierigkeiten du hast. Und das ist dann schon auch ein bisschen eine Befreiung zu sagen, man ermächtigt sich selber, um einmal ja, ein Ventil zu haben, über das zu sprechen. Und das ist ja wichtig in dem Sinn. Gibt es vielleicht noch jemanden? Bitte. Im Chat haben noch einige geschrieben. Vielleicht im Chat, dass wir nochmal schauen. Sollen wir es vorlesen, oder? Hier gerade eine Nachricht von der Marina. Facebook, ich habe eine Seite Frauen mit Behinderung und eine WhatsApp-Gruppe für Frauen mit Behinderung und natürlich auch alle Frauen. Auf Instagram bin ich auch vertreten, bin aber noch dabei, mich zurechtzufinden. Also diese Facebook-Gruppe, danke für den Tipp, die werden wir, glaube ich, nachher alle gleich suchen. Und ja, bei jedem neuen Medium ist es immer so. Es ist eine Facebook-Seite. Ah, Facebook-Seite, ah. Die Gruppe gehört jemandem anderen. Also es gibt auch eine Facebook-Gruppe mit Heidemarie Ecker und was ich nicht, wer da noch alles Admin ist. Ja, müssen wir uns nachher auf jeden Fall alle anschauen. Und mit dem Zurechtfinden, das braucht einfach Zeit. Das ist bei allen Medien so, das ist normal. Jede Plattform hat auch eine Lernkurve. Das war für mich auch am Anfang so. TikTok war ja dann vor kurzem eine recht neue Sache. Das braucht seine Zeit, um sich da mal zurechtzufinden. Ja, ich gehöre auch noch zu einer Generation, wo man das halt noch nicht mit der Muttermilch eingesaugt hat. Und da kämpfe ich halt auch noch auf der Facebook-Seite. Ja, das ist richtig. Je jünger man ist und je mehr man mit diesen Sachen aufgewachsen ist, desto leichter fällt es. Das ist ganz klar. Ja, es sind die Technik ist einem voraus, quasi. Und es wird so. Es wird auch nicht einfacher mit den Jahren, glaube ich. Es wird immer eher noch mehr. Genau, dann haben wir die nächste Frage. Was bedeutet Aktivismus für dich? Also für mich heißt Aktivismus, dass man den Mut und das Selbstbewusstsein hat, zu sich selber zu stehen und anderen zu sagen, man kann ja andere auch ermächtigen, sich selber über die eigenen Probleme auszutauschen. Also da muss man nicht immer nur Leute ansprechen, in Umständen oder traumatischen Umständen lernen, was weiß ich, Verkehrsunfall oder was auch immer. Da muss es ja nicht um eine Erkrankung geben, sondern da kann man ja auch den Leuten ein Selbstbewusstsein geben, zu sagen, so, die Dinge sind so, wie sie sind bei dir, du kannst ruhig darüber reden.
Ja, im Chat hat auch jemand geschrieben, Sichtbarkeit, dem kann ich nur zustimmen, sich auf Begegnungen einlassen. Das ist eben das Schöne, auf Instagram oder auch auf anderen Plattformen geht das so einfach in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen und auch Tabus zu brechen, eben gerade auch beim Thema psychische Erkrankungen, die da sehr tabuisiert sind oft, wo man wegschaut, sowas kann man sehr eben sichtbar machen und dadurch auch normaler machen. Da hebt noch jemand die Hand. Ich sehe da jetzt den Namen nicht. Marina. Die Marina. Ich sehe die Reichweite auch viel größer als übers Internet, weil man Leute erreicht, die man noch nie persönlich gesehen hat und die man nicht kennt und so. Und das finde ich auch ganz lässig. Ja, ich bin eigentlich so dankbar, so viele Personen kennengelernt zu haben, die so tolle Menschen sind, die ich im echten Leben nie getroffen hätte. Das bedeutet mir schon sehr viel. Also das ist schon ein großes Potenzial eben von diesen Plattformen. So, ich lese diese Nachricht aus dem Chat noch vor. Darf ich noch was sagen? Ja. Eine Person hat auch geschrieben, Marietta, Kathi. Im Internet haben wir das gesehen, oder? Entschuldigung, Skype. Auf Skype. Entschuldigung. Im Skype. Da ist auch eine Plattform, wo Menschen eigentlich gut kommunizieren können. Das ist auch sehr praktisch. Zum Beispiel heute, jetzt eben so mit der Technik, ja, die ist einem auch irgendwie voraus. Ja, das ist, Gehörlose können eben nicht einfach anrufen. Und da immer zu schreiben, ist halt auch zu mühsam. Ja, das ist ziemlich anstrengend auch. Und mit Skype ist das eben so, da kann man Video telefonieren. Also es ist ziemlich praktisch für Gehörlose. So, die eine Nachricht lese ich hier noch vor, dann kommen wir noch zu einer letzten Frage. Manchmal muss man sich aktiv in die Gesellschaft reingeben, sonst vereinsamt man komplett. Doch manchmal braucht man eben eine Hilfe und die bekommt man nicht so leicht. Das stimme ich absolut zu. Das mit der Vereinsamung kann ich als chronisch kranke Person absolut nachzuvollziehen, wenn man Schwierigkeiten hat, regelmäßig das Haus zu verlassen. Ich war ja voll berufstätig davor, habe jeden Tag sehr viel Kontakt mit sehr vielen Menschen gehabt als Lehrerin und auf einmal brach das weg. Da war Instagram und andere soziale Medien schon eine große Rettung für mich irgendwie. Aber was auch die Hilfestellungen anbelangt und die Inklusion generell, ich glaube, da ist uns allen bewusst, wie weit da noch unser Weg ist und wie viel da noch zu tun ist. Noch eine Frage, die uns interessiert, ob es Ängste gibt oder Dinge, die euch davor zurückhalten, öffentlich über Behinderung zu sprechen. Also wenn ich wieder vorpreschen darf. Doch. Sicher. Ich denke, wenn man weiß, worüber sprechen möchte, dann hat man auch so wertschätzend. Da ist eine schlechte Verbindung leider, das kann ich nicht gut hören. Ich glaube, wir haben dich verloren. Sollen wir inzwischen vielleicht kurz zum Wolfgang übergehen? Der hat auch seine Hand gehoben und wir schauen, ob wir den Sascha wieder reinbekommen inzwischen. Ja. Hört mich jetzt. Sascha, versuchen wir es vielleicht später mit dir und zuerst der Wolfgang Kremser, der hat noch gar nichts gesagt. Genau. Wolfgang, ich glaube, du musst noch dein Mikrofon einschalten, man hört noch nichts. Oder ist da auch eine schlechte Verbindung gerade? Es könnte sein, dass es ein Barrierefreiheitsthema ist. Der Wolfgang Kremser ist blind und nutzt
Ein Screenreader, genau. Wolfgang, ich hoffe, du schaffst es. Ich denke, als Host könnt ihr ihn auch freischalten. Ah. Nein, das ist für dieses Meeting nicht aktiviert. Okay. Ich habe ihm aber schon die Anforderung geschickt. Normalerweise ist der Wolfgang da relativ schnell dann. Ich sehe auch, dass noch eine Hand gehoben ist. Von Wolfgang. Da ist noch eine Hand gehoben. Vorher vielleicht. Vielleicht wollte noch etwas dazu sagen, oder was falsch? Okay, sonst können wir gerne dann auch weitergehen zu euren Fragen. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht gibt es noch Fragen an uns, die am Herzen liegen, dann jetzt gerne her damit. Ich hätte eine Frage. Ich hätte eine Frage, und zwar, was macht euch am meisten Spaß an eurem Öffentlichsein auf Social Media? Bianca, magst du anfangen? Ja, selbstverständlich. Ich habe die Frage nicht verstanden. Naja, also für mich war das mal eigentlich ein Schock. Ich war früher sehr schüchtern und habe eben das Gefühl gehabt, ich war total allein, und durch Social Media einfach habe ich das Gefühl bekommen, nicht mehr alleine zu sein, und hat mir geholfen, auch mein Selbstvertrauen aufzubauen. Und das war der Grund, warum, dass ich mich auch öffentlich zeigen konnte. Das war ein ganz positiver Faktor sozusagen, der mein Leben beeinflusst hat. Ich kann dem 100% zustimmen. Mir hat auch der Austausch mit anderen Betroffenen extrem viel Selbstbewusstsein gegeben. Und ja, mir macht das einfach irgendwie Spaß, meine Kreativität da auch irgendwie auszuleben. Wie gesagt, auf Instagram hat man so viele Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Man kann sich da in so vielen unterschiedlichen Bereichen einmal ausprobieren. Und das finde ich irgendwie das Spannende dran, dass man da so viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und da auch eben der Austausch mit anderen und wie reagieren die dann drauf. Das ist für mich etwas sehr Wertvolles. Und ich habe wirklich Freundschaften online geknüpft. Das muss ich wirklich sagen. Das ist extrem wertvoll. Jetzt hätte ich noch eine Frage an die Bianca. Und zwar, wenn man zwei Erkrankungen hat, also gehörlos ist und noch diese seltene Hauterkrankung hat, welche von den beiden Erkrankungen oder ich kann das jetzt nicht einordnen, weil bei der Andrea zum Beispiel hat sich ja auch die Erkrankung mit der Zeit ergeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Diese chronische Erkrankung. Und wie ist das so mit, wie gesagt, von dieser Vitigo oder wie die heißt, ob ich selten gehört. Aber was ist zuerst? Ist das beides von Kindheit an? Also bei mir war es so, bei Vitiligo war es so, dass das auch im Kindergartenalter hat das auch angefangen. Das heißt, meine Mutter kam aus Nigeria. Nigeria, ja. Und das heißt, mein Vater ist Österreicher. Das heißt, ich hatte zuerst eine dünklere Hautfarbe und ich war komplett braun. Und dann haben eben diese Flecken, diese weißen Flecken angefangen. Und mit 15 Jahren ungefähr
war es eben so, dass diese Krankheit quasi erkannt wurde. Und ich muss ehrlich sagen, also dieses Bewusstsein der Krankheit auch, oder ich soll sagen, dass es eigentlich zu mir gehört, das hat gedauert eigentlich bis, ich würde sagen, bis zur Mittelschule ungefähr. Da haben mich die Person, also die Mitschüler auch einfach angeschaut und das war auch ein Stigma für mich. Also das war einfach, das war schwierig. Und damals habe ich dann auch irgendwie gesagt, ich schaue aus wie eine Milchkuh quasi mit den Flecken. Genau, also auch wie eine Milka-Schokolade, quasi, die da auch so Flecken gehabt und wie, ja, wie eine Palatschinke, die so Flecken hat und ja. Also für mich war das schon sehr schwierig. Ich war am Anfang sehr betroffen und es war auch, also ja, auch mit der Schwerhörigkeit, dass das auch noch angefangen hat quasi, dann war es einfach schwierig, auch Sachen mitzubekommen und dann war dann mein Gefühl, also ja, das war einfach sehr schwierig für mich und ich habe mir auch gedacht, ich pfeife drauf, ja, das und jetzt, ja, was soll ich mal machen? Also ich habe das dann auch akzeptiert einfach, diese Krankheit und so angenommen, das ist für mich jetzt auch nicht schlimm und trotzdem denke ich mal, bin ich ein normaler Mensch, ja, und ich bin gesund, also es ist okay für mich. Also ich kann auch nicht sagen, das mit, ich kann nicht hören, aber ja, habe eine andere Haut und fertig. So, wir müssen dann schon langsam zum Schluss kommen. Unsere Zeit ist dann vorüber. Vielleicht gibt es noch eine ganz, ganz kurze Frage zum Abschluss, die wir ganz schnell beantworten können. Gibt es noch irgendwas, was auf den Lippen brennt? Dann würde ich sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die da heute dabei waren. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für den wunderbaren Austausch. Es hat mir total viel Spaß gemacht, heute mit der Bianca das gemeinsam zu gestalten. Ich hoffe, für euch hat es auch Spaß gemacht. Ich darf mich auch im Namen von allen bedanken und für eure Vorbereitungsarbeiten und dass ihr so ein toller Aspekt für unsere Konferenz jetzt geworden seid. Und mir hat der Vortrag sehr, sehr gut gefallen und auch auf Social Media, also auf Facebook und auf YouTube war sehr viel Dankbarkeit und Interesse an den Links und auch danke für die Erklärung zu zum Beispiel Hate. Danke euch. Ja, danke. Wolfgang Kremser versucht noch einmal hineinzukommen. Ah, ach so. Hallo, schönen Nachmittag. Tut mir leid, dass ich so spät erst drankomme. Es ist nämlich eine furchtbar schlechte Verbindung und es ist, wird die Audiostummschaltung immer aufgehoben und eingeschaltet und aufgehoben, aber nicht von mir und ich weiß nicht warum. Ich wollte nur sagen, danke für die Vorträge und als Ergänzung am Schluss, Wolfgang Kremser hat selbst eine Facebook-Seite, wo er als blinder Mensch Fotos hineinstellt, mit Hilfe von sehenden Kollegen von der Hilfsgemeinschaft, der da auch sehr hilfsbereit ist, Fotos aus dem täglichen Leben, wo sehbehinderte und blinde Menschen große Schwierigkeiten haben. Es gibt auch Beschreibungen dazu, wo das ist und um was es da wirklich geht. Und denke, das werden wir dann auch noch bekannt geben. Vielleicht für die Leute, die sich für sehbehinderten, blindenspezifische Maßnahmen im öffentlichen Raum interessieren. Dankeschön. Danke für den Tipp. gibt es sonst noch irgendwelche Fragen zum Abschluss? Irgendwas ganz Kurzes? Oder? Dann sagen wir ganz herzlich Danke. Danke noch einmal für die Einladung und für alle, die das so mitgemacht haben und es war mir wirklich eine Freude und man sieht sich dann auf Instagram oder wo auch immer. Schönen Tag noch auf jeden Fall. Ebenfalls.